Was haben eigentlich Tesla Model X, Jaguar I-Pace, Mercedes EQC oder Audi e-tron? Was haben die gemeinsam? Das sind SUVs, klar. Was haben die noch gemeinsam? Die haben riesige Akkus. In denen sind riesige Akkus verbaut. 70, 80, 90, 100 Kilowattstunden und wahrscheinlich in Zukunft sogar noch mehr. Und ehrlich gesagt, halte ich das für kompletten Unsinn. Warum? Erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, das ist eine ganz schön steile These, die ich euch dahin geworfen habe. Und das ist auch sozusagen die These des Tages. Denn je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, dass es eigentlich doch totaler Unsinn ist, mit Autos durch die Gegend zu fahren, die nicht nur einfach riesig groß sind, sondern die auch solche riesigen Akkus mit sich dabei haben. Und was macht man dann damit? Die Kinder zur Schule fahren, zum Sportverein, nachmittags vielleicht nochmal zu Freunden oder 10, 11, 12, 13 Kilometer täglich zur Arbeit. Das ist doch totaler Unsinn. Deswegen meine These, und es wäre super, wenn wir mit diesem Video die Diskussion dazu anregen, und auch unter den Videos könnt ihr fleißig in den Kommentaren reinschreiben, was ihr dazu denkt. Meine These deswegen, lassen wir das bleiben mit diesen großen Autos, mit diesen riesigen Akkus, die man vielleicht nur 3, 4, 5 Mal im Jahr braucht, um so ein bisschen längere Distanzen zurückzulegen. Konzentrieren wir uns doch bei der Elektromobilität eher auf Fahrzeuge mit kleineren Akkus, das heißt also Akkus so im Bereich bis maximal 20 Kilowattstunden. Denn genau damit lassen sich doch die Fahrten wunderbar erledigen, die man tagtäglich so machen muss. Und auch der Ressourcenaufwand für diese Autos ist wesentlich kleiner. Schaut euch das mal an. Aus so einem Akku für einen Tesla Model X oder Model S mit 100 Kilowattstunden, da kann man 3, 4 oder sogar 5 Akkus für kleinere Fahrzeuge bauen, die dann auch wesentlich besser ausgenutzt werden. Ja, und was machen wir mit der Langstrecke? Naja, entweder leihen wir uns dann dafür eben in Zukunft Fahrzeuge aus, die diese Reichweite bieten. Das können ja durchaus auch batterieelektrische Fahrzeuge mit entsprechend großen Akkus sein. Das könnten doch aber auch zum Beispiel hocheffiziente Plug-in-Hybride sein, die einen relativ kleinen Akku dabei haben und ansonsten aber vielleicht mit, ja, warum nicht mit Biogas angetrieben werden. Schaut mal auf der Webseite von Verbiogas nach. Achtung, das ist keine Werbung, das ist nur ein Hinweis, denn für alles, was wir machen, kriegen wir keinen Cent. Da steht, dass man mit dem Gas, was man aus 4 Strohballen, ja, ich sag's nochmal, was man aus 4 Strohballen gewinnen kann, ein ganzes Jahr lang Auto fahren kann. Ist das nicht vielleicht die bessere Alternative? Ich bin gespannt auf eure Meinungen dazu. Kommentiert fleißig unter die Videos und natürlich wie immer, wenn euch das gefällt, was wir machen, dann abonniert unseren Kanal und ganz wichtig, drückt auch mal auf die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn wir ein neues Video für euch eingestellt haben. Das war's. Ich bin Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg und wie ihr es vielleicht im Hintergrund gesehen habt, ich bin im Moment in Dänemark. Ist aber jetzt egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.